Ja, hallo Leute, heute will ich mit euch mal was zusammen bauen. Das ist richtig cool und da ist der Frästich so die essentielle Maschine für dieses heutige Projekt. Was wir dafür brauchen, irgendein Stück Massivholz als Restholz. Ja, von dem vergangenen Projekt haben wir hier noch ein bisschen Eichenholz. Eichenholz regiert die Welt, deswegen benutzen wir das. Das hier ist ja heute ein Restholzprojekt und ich denke gerade, welche Maschinen braucht, ist ein bisschen individueller, weil man nicht genau weiß oder ich weiß nicht genau, wo fängt das Projekt bei euch an. Als sägeraues Material, was erst besäumt werden muss, oder habt ihr vielleicht auch ein ähnliches Stück Massivholz bei euch in der Werkstatt, mit dem ihr jetzt gleich ähnlich weitermachen könnt. Wir werden das jetzt erstmal vorformatieren und ein bisschen schleifen, denn das ist erstmal die Ausgangsbasis, was wir heute herstellen müssen. Wir haben jetzt hier einmal zwei identische Holzbrettchen hergestellt. Die Größen sind hier gar nicht mal so relevant. Das können wir nämlich gleich im nächsten Schritt einfach anpassen, je nachdem wie groß das Brett hier ist. Aber das hier ist einmal unsere Ausgangsbasis und da kann auch natürlich jeder selber kreativ werden und mit dem Material arbeiten, was ihr dann halt eben zu Hause habt. Wir kommen gleich zu einer Maschine, die für das heutige Projekt recht relevant sein wird. Man kann natürlich alles ohne den Frästich machen, aber mit dem Frästich wird das heute einfach ein bisschen einfacher vonstatten gehen. Bevor ich euch aber zeige, worum es geht, möchte ich hier noch einen Radius anfräsen. Das ist jetzt einfach nur ein bisschen einfacher, weil wir halt eben die eigentliche Fräse noch nicht vorgenommen haben. Deswegen gehen wir einmal zum Frästisch. Ich benutze hier heute einen Ruby-Frästisch. Das muss natürlich nicht so ein Deluxe-Frästisch sein. Das geht im Prinzip mit jedem anderen Frästisch auch. Nichtsdestotrotz werde ich euch jetzt direkt eine Eigenschaft zeigen, was dieser Frästisch hier kann, was den halt eben so einzigartig macht. Das habt ihr wahrscheinlich schon in einigen Videos bei mir gesehen. Wir haben hier drei Frässpindel, die können wir alle individuell einstellen. Den mittleren Fräser brauchen wir jetzt zum Beispiel nämlich nicht. Wir möchten den Phasenfräser benutzen, deswegen fahre ich den einfach nach oben, stelle mir den einmal grob ein und schaue mal, wo ich da ungefähr hinkomme. Damit kann ich leben. Das heißt, damit können wir jetzt einmal eine Phase anfräsen. Die ganzen Phasen, die wir gerade angefräst haben, werden wir gerade einmal von Hand ein bisschen schleifen, weil jetzt geht das noch einfach. Deswegen machen wir es jetzt, bevor wir dann gleich die nächsten Fräsungen vornehmen. Den Phasenfräser brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Wir müssen jetzt unseren Falzfräser auf die entsprechende Höhe einstellen. Dafür benutze ich immer ganz gerne hier dieses mechanische Höhenmesswerkzeug. Unser Brett ist 2 cm dick, bedeutet 1 cm ist die Hälfte. Wir müssen das Ganze überkreuzen, deswegen ein bisschen mehr als 1 cm, was wir hier jetzt einstellen. Das ist genau unsere Einstellung. Und da stellen wir uns jetzt mal den Anschlag ein. Wir möchten ungefähr hier eine Bahn fräsen. Und hier eine Bahn. Bedeutet, wir müssen jetzt so unseren Fräser einstellen, dass wir ungefähr diese Bahn treffen, denn später werden wir das Ganze noch einmal auf der anderen Seite fräsen. Da wird aber gleich klar, was ich damit meine. Ich zeige es euch einmal. Eine wichtige Sicherheitsinformation möchte ich euch gerade einmal hinweisen. Wir müssen beim Fräsen natürlich immer im Gegenlauf fräsen und das werden wir jetzt im ersten Gang tun. Wir schieben wie gewohnt unser Material von rechts nach links über den Fräser. Ich zeige es euch mal. Die Fräsung habe ich gerade gemacht. Wir haben jetzt hier unsere Nut gefräst. Ich möchte die nach links ausweiten. Bei der Kreissäge kennt man ja den Trick, dass man einfach das Holz dreht, um dann nochmal das Ganze zu fräsen. Das dürfen wir in dem Fall tatsächlich nicht machen, auf keinen Fall, weil dann würde hier dieses Stück Holz durch die ganze Werkstatt fliegen. Der Fräser dreht sich ja so rum. Würde ich jetzt das Holz, so wie es jetzt ist, hier nochmal durchschieben, dann würde ja hier dieser Zahn sich ins Material einhaken. Dadurch, dass das Ganze hier klemmt, wird das auch immer nur schlimmer werden. Der Zahn würde sich weiter nach vorne drehen und würde das Stück Holz einmal über den Fräser schießen. Und das könnte den Fräser kaputt machen oder halt eben unsere Hände. Genau aus dem Grund müssen wir uns das jedes Mal anschauen und einfach einmal überlegen, was jetzt richtig ist. Der Fräser dreht sich weiterhin so rum. Schiebe ich das Brett von links nach rechts, arbeitet der Fräser aber im Gegenlauf und drückt gegen das Material.
Deswegen können wir in dem Fall das Material von links nach rechts schieben, was wir hier normalerweise nicht dürfen. Ganz, ganz wichtig, immer dran denken, sonst wird euer Werkstück geschnappt und fliegt durch die ganze Werkstatt. Wenn wir es fertig gefräst haben, sieht es so nicht aus. So sieht es nämlich an dieser Stelle noch aus. Da müssen wir ein bisschen Handarbeit reinstecken, damit wir so ein paar Fehler ausmerzen können. Und da zeige ich euch mal, wie ich das jetzt mache. Ich habe jetzt hier ein bisschen Handwerkzeug, habe ich gerade alles einmal frisch geschliffen. Da werden wir nämlich einfach über die verbrannten Stellen einmal mit dem Stemmeisen gehen. Und die Kanten werden wir so ein bisschen mit dem Hobel anfasen. Und dann gehen wir einfach von Hand mit so ein bisschen Schleifpapier drüber. Das sollte die ganze Magie auch quasi schon ausmachen. Hier haben wir eine ziemlich fiese Stelle. Da gehen wir einmal mit dem Stemmeisen drüber. Das war jetzt tatsächlich mehr Arbeit als das Fräsen. Sieht jetzt aber soweit ganz schick aus. Wir haben keine Brandspuren mehr oder so gut wie keine Brandspuren mehr und werden das Ganze jetzt mal ölen. Wissen wir was? Das machen wir heute mal wieder anders. Bis ich hier jetzt überall das Öl drauf gepackt habe, werde ich es einfach hier ins Ölbecken reinpacken. Für diejenigen, die sich fragen, was ich hier für ein Öl benutze, das ist das Konterholz Universalöl tatsächlich. Weil ich davon immer so viel benutze, habe ich das hier einfach in so einem Kunststoffbecken drin. Lasst das jetzt mal trocknen und dann zeige ich es euch gleich. Ja, wo haben wir unser Werkstück? Da haben wir es. Wie ist es denn jetzt geworden? Ich zeig's euch mal. So sieht unser Werkstück aus. Also ich muss sagen, mir gefällt es ziemlich gut. Ich bin mir noch nicht so sicher, welche Seite mir besser gefällt, ob es jetzt hier diese Seite ist oder die gegenüberliegende Seite, die halt eben durch die dahinterliegende Fräsung so entsteht. Also es ist toll, dass das halt eben auch einen praktischen Hintergrund hat. Jan, was haben wir jetzt denn hier eigentlich gebaut? Wir haben jetzt hier die ideale Topfablage für heiße Töpfe gebaut. Leute, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Ciao.